Die Gestaltung der Energiewende und die Bekämpfung der Klimakrise haben für mich oberste Priorität. Derzeit sind jedoch Frauen in der Energiebranche noch stark unterrepräsentiert. In Österreich sind nur 2 von 10 Beschäftigten im Energiebereich weiblich. Hier setzt die Initiative C3E International an. C3E steht für Clean Energy Education and Empowerment und soll Frauen dabei unterstützen, Karrieren in der Energiebranche einzuschlagen und erfolgreich zu sein. Durch Lernen von internationalen Beispielen wollen wir in Österreich weitere Maßnahmen setzen, um den Gender Gap im Energieforschungs- und Innovationsbereich zu schließen und in Energieunternehmen in Sachen Chancengleichheit zu unterstützen. Ziel von C3E International ist es, mehr Frauen für die Energiebranche und die Energieforschung und Innovation zu begeistern sowie deren Karrieren zu fördern. Dafür sammelt C3E geschlechtsspezifische Daten und Maßnahmen. Unsere Ambassadors sind Rollenvorbilder und inspirieren die nächste Generation weiblicher Führungskräfte. Ich möchte gern Frauen, gerade junge Frauen, begeistern und motivieren, einfach Dinge auszuprobieren. Wir haben so wenig Gelegenheiten, uns auch mal vor den Vorhang zu stellen. Und ich möchte einfach zeigen, dass es Spaß macht. C3E ist etwas, wovon ich wirklich überzeugt bin, ein guter Ansatz, nämlich aktiv zu versuchen, junge Frauen zu motivieren, mehr in die Energiebranche hineinzukommen und hineinzugehen und eine Vielfalt dort zu erzeugen. Als Mentorin junge Frauen zu unterstützen, aber auch junge Männer zu unterstützen, um genau diesen Bias vielleicht hinauszubringen und auch jungen Männern mitzugeben, was es heißt, Führungskraft zu werden, egal ob das jetzt Mann oder Frau ist. Mir ist es wirklich persönlich ein Anliegen, Frauen in diese Richtung zu bringen. Und wenn ich nur 1, 2 Frauen da draußen dazu inspiriere, eben diesen Weg zu gehen und ihre Leidenschaft zu suchen und dann zu finden und sich und darin zur Expertin zu werden oder zur Unternehmerin zu werden, dann habe ich das geschafft. Mit einem jährlichen Preis werden vorbildliche Frauen und Unternehmen ausgezeichnet. Mit der Equal by 30-Kampagne unterstreichen Energieunternehmen ihr betriebliches Engagement in Sachen Gendergleichstellung. Ich glaube, dass es hier auch einen anderen Stil geben darf, nicht geben muss, aber geben darf, und dass es manche Ansichten nicht falsch oder richtig, sondern einfach nur anders sind. Und diese Diversität und diese Vielfalt gilt es wirklich zu nehmen, zu nutzen. Es gibt so viele Facetten in diesem Bereich, sei es bei den Energiegemeinschaften, wo es eher darum geht, mit Menschen zu arbeiten, Partizipation und kooperative Projekte umzusetzen, oder sei es wirklich in der Hardcore-Technik, wo es darum geht, vielleicht Anlagen zu konzipieren und zu optimieren, oder im Energierecht. Ja? Also wir haben so viele Facetten in der Branche. Es ist mir auch ein besonderes Anliegen, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben sowie an politischen Entscheidungsprozessen und in der Gesellschaft zu unterstützen. Das BMK trägt in allen Bereichen, auch im Forschungs-, Technologie- und Innovationsbereich, dazu bei, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu forcieren, da es hier noch immer bestehende Ungleichheiten gibt. Mit bewährten Initiativen und Förderformaten unterstützen wir Frauen in Forschung und Technologie. Die Initiative Femtech mit der Femtech-Expertinnen-Datenbank leistet hier einen wesentlichen Beitrag, um Fachfrauen mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen sichtbar zu machen und ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu geben. Mit dem Ziel, Frauen in Forschung und Technologie zu unterstützen und Chancengleichheit in der industriellen und außeruniversitären Forschung zu schaffen. Femtech setzt Aktivitäten zur Sichtbarmachung, zur Bewusstseinsbildung, zur Sensibilisierung. Femtech unterstützt aber auch die Karrieren von Frauen und dient als Vorbildwirkung für andere Frauen, aber auch für den Nachwuchs. Wer kann mitmachen? Es können alle Frauen aus Naturwissenschaft und Technik aus allen Bereichen mitmachen. Alle Interessierten können aber auch mitmachen, die nach Fachfrauen suchen in der Expertinnen-Datenbank. Ich bin überzeugt, diverse und geschlechtergerechte Teams in allen Entscheidungsprozessen und an allen Entscheidungspositionen sind ein Erfolgsfaktor für das Gelingen. Eine erfolgreiche Energie- und Klimawende umzusetzen ist eine große Aufgabe. Ich werde mich dafür einsetzen, dass dafür auch das Potenzial von Frauen voll ausgeschöpft werden kann.